Manchmal ist dein neues Gesicht eine echte Überraschung. Was zum Teufel machen Sie hier? Ich? Gar nichts, Mann. Ich warte darauf, dass mein Bruder Feierabend hat. Na, vielleicht kennt ihr beide ihn. Er ist hier Hausmeister. Ich bin Roscoe. Wieso macht er das? Tja, er wird sich wohl langweilen. Wenn du heute Captain wirst, willst du mich. Dann sage ich, Alter, wir spielen immer zusammen. Und dann kannst du wählen, wen du willst. Aber alle werden denken, du hast mich gewollt. Wann denkst du dir sowas aus? Ich denke an sowas pausenlos. Hey, habt ihr meinen Zwillingsbruder gesehen? Hey, ich hab euch was gefragt. Sie haben was Besseres drauf. Hey, habt ihr meinen Bruder gesehen? Den Hausmeister? Alter, wir werden Ihnen diese Nummer mit absoluter Sicherheit niemals abkaufen. Wie wär's mit einer Session? Uncool. Woran hast du gedacht? Daran, wie du als Chinese aussehen würdest. Daran habe ich auch gedacht. Puh, Glückstreffer. Hey, Freunde, wisst ihr, was im Fernsehen läuft? Eine kleine Sendung mit dem Titel Der unwiderlegbare Beweis. Vielen Dank, ihr Brüder, für die Einladung zu eurer Zwillingsgeburtstagsparty. Gern geschehen, Troy. Hey, Bruder, sieh dir mal diese hübschen Kulis an, die du von mir bekommst. Probier sie aus und lass dir Zeit. Ich komme ganz langsam. Hey, wow. Danke, Bruder. Die werde ich benutzen, um einen langen Brief an dich zu schreiben, wenn ich von meiner Weltreise wiederkomme. Flosse her, Bruder. Danke, Bruder. Du bist ein echt guter Hausmeister. Und das, Freunde, waren zwei Brüder, die sich die Hand geben. Hier darf man manchmal nicht glauben, was man sieht. Lacht nur, mir ist das egal. Ich lache nämlich zuletzt, weil mein Bruder zufällig unten auf mich wartet. Und wenn die Tür aufgeht, werdet ihr es sehen, er wird direkt vor euch stehen. Okay, das ging voll daneben. Aber wir sind uns wohl alle einig, dass ich in die Nummer eine Menge Zeit und viel Mühe investiert habe. Also steht's wohl unentschieden. Quatsch, Sie haben verloren, das ist doch wohl klar. Ich glaube, man darf nie vergessen, dass die kleinste Geste unter Umständen die größte Wirkung haben kann. Einen Moment lang habe ich echt geglaubt, Sie hätten einen Zwillingsbruder. Wirklich? War das, als mein Zwillingsbruder hier war? Schluss damit. Entschuldigung. Zu viel.